heute Let's Travel Tag 1. Ich bin noch im Einhornland und wir müssen gleich zum Hauptbahnhof fahren, damit wir nach Frankfurt fahren können. Und von Frankfurt aus werden wir dann nach Singapur fahren und von Singapur aus werden wir dann nach Australien fahren, nach Sydney. Das wird noch ein sehr, sehr langer Flug und ein sehr, sehr langer Weg. Deswegen denke ich mal, sehen wir uns gleich erst wieder im Flieger. Ich zeige euch aber nochmal ganz kurz mein Handgepäck. Laptop, Nackenkissen und eine Tasche mit 3DS, Handy, Kamera und. Und dann geht's auch schon. Angekommen und wir sitzen hier. Ich zeige euch mal das richtig fancy Flugzeug hier, weil wir haben ja sogar so einen Fernseher, Kissen, Decke und einfach alles. Das ist richtig geil und jetzt müssen wir erstmal 12 Stunden, glaube ich, fliegen. Weil hier ist ein Wasserfall. Ja, ihr habt es sicherlich gesehen, ich bin im Flughafen noch und die haben hier einfach so eine Art tropischen Regenwald, wo man so Schmetterlinge beobachten kann. Das ist richtig cool. Ich zeige euch mal die Aussicht ganz kurz. Ich bin auf jeden Fall in Australien sicher und fast gesund angekommen, denn ich hatte mega starke Kopfschmerzen, habe mich kurz schlafen gelegt und jetzt ist es schon dunkel geworden. Wir sind um 6 Uhr morgens angekommen und ich habe locker, glaube ich, 10 Stunden geschlafen, weil ich im Flieger kaum geschlafen habe. Deshalb ist der Bauch wirklich sehr, sehr klein geworden, dieses Mal. Es tut mir wirklich ausgesprochen leid. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, das, was ihr sehen konntet. Und wenn ja, könnt ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben geben oder Kommentare schreiben oder mich abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns morgen definitiv mit einem ganzen Daily Vlog wieder. Sorry, Leute. Bye, bye. Woo!